So kannst du deine Energieräuber ausschalten und um mindestens 100% mehr Energie gewinnen. Stell dir vor, die allermeisten Menschen haben ca. 30% Lebensenergie. Das heißt, wenn wir unsere Lebensenergie jetzt verdoppeln und nach noch mehr Energie gewinnen, dann steigt unsere Lebensfreude, unsere Leichtigkeit, unsere innere Freiheit, unsere Klarheit. Und genau darum geht es in diesem Video. Die Anna hat sich gewundert, spätestens am Nachmittag war sie immer komplett müde. Sie hatte drei intensive Energieräuber in ihrem Alltag. Der erste: schlechte Nachrichten. Die Anna hat sich darüber geärgert, sie hat sich aufgeregt. Der zweite Energieräuber: ihr Chef hat sie die ganze Zeit provoziert und die Anna hat sie die ganze Zeit versucht zu verteidigen, zu rechtfertigen. Aber es ist ihr irgendwie nie gelungen. Und der dritte Energieräuber bei der Anna: sie war vor kurzem beim Arzt und der Arzt hat zu ihr gesagt, dieser eine Wert ist ein bisschen außerhalb der Norm, es könnte unter Umständen zu Krebs führen. Und die Anna hat Angst bekommen. Welche Energieräuber hast du in deinem Alltag? Denn alle diese drei Energieräuber oder überhaupt alle Energieräuber, die es gibt, laufen nach dem gleichen Muster. Da ist ein ganz interessantes und ganz spezielles Phänomen dahinter. Hier geht es um das Prinzip Täter und Opfer. Ein Beispiel. Stell dir vor, alle Politiker der Welt könnten sagen, was sie wollen, aber keiner hört zu. Oder alle Medien, Nachrichten, die könnten sagen, schreiben, was sie wollen, aber keinen interessiert's. Das Spiel wäre sehr schnell vorbei. Das heißt, das Spiel läuft nur deswegen, weil auf der anderen Seite sich jemand als Opfer zur Verfügung stellt und sagt, oh, 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 na, furchtbar. Verstehst du, was ich meine? Was passiert, wenn das Opfer von der Bühne runtergeht? Dann ist das Spiel vorbei, dann hat der Täter nichts mehr zu tun. Und die Anna wurde in ihrem Job die ganze Zeit provoziert. Und sie hat sich darüber geärgert, sie hat sich verteidigt. Und so ist die Energie von ihr zum Chef geflossen. Oder sie hat sich geärgert über die Nachrichten. So ist Aufmerksamkeit von ihr zu den Nachrichten geflossen. Oder der Arzt, genau das gleiche Spiel. Und bei allen Energieräubern läuft das gleiche Spiel. Täter und Opfer. Es geht immer um einen Energieaustausch. Wenn du die Opferrolle spielst, dann fließt permanent von dir Energie zum anderen. Und du hast immer weniger Energie. Die Frage ist, stehst du als Opfer zur Verfügung? Und hier habe ich vom Tom Mögele sehr viel gelernt. Tom Mögele mit seinem Buch Das Mindflow-Prinzip. Absolut lesenswert, absolut lebenswert. Sehr guter Inhalt. Beobachte dieses Phänomen in deinem Alltag. Wenn dich jemand provoziert, also schwach anredet, wenn dir jemand Energie absaugt, das heißt, wenn dir jemand Angst machen möchte oder wenn dir jemand die ganze Zeit schlechte Nachrichten bringt, erkenne, um was es hier geht. Aber das Problem ist nicht der andere, das Problem liegt bei uns selber. Das heißt, stelle ich meine Energie, meine Aufmerksamkeit zur Verfügung? Ja oder nein? Und wenn ich dieses Spiel erkenne, dann sage ich, okay, ich stelle meine Energie, meine Aufmerksamkeit nicht mehr zur Verfügung. Ich betrachte Nachrichten ganz einfach wertungsfrei. Ich schaue sie einfach an. Ich ärgere mich nicht darüber. Und wenn mich jemand provozieren möchte, dann weiß ich, okay, der andere möchte meine Energie haben. Der möchte jetzt eine Reaktion haben. Die bekommt er nicht. Und wenn mir jemand, zum Beispiel ein Arzt, Angst machen möchte, und zwar ganz unbewusst, der Arzt meint das natürlich nicht schlecht, aber der redet das halt einfach so, wie bei der Anna. Und nachher schaue ich mir andere Möglichkeiten an. Ich informiere mich. Ich schaue, ist da wirklich was dran oder was kann ich selber tun? Oder gibt es da andere Meinungen? Das heißt, ich gehe in die Möglichkeiten. Und du merkst, du selber entscheidest, ob man dir Energie rauben kann, ja oder nein. Und wenn man dir keine Energie mehr rauben kann, dann kannst du deine Aufmerksamkeit dir selber zur Verfügung stellen. Dem, was dir Freude macht, dem, wo bei dir Energie kommt, deinen Hobbys, das, was du gerne machst. Und dann kriegst du immer mehr Energie. Und weißt du, was das Allerschönste ist? Wenn du mehr Energie hast,
dann bekommst du von deinem Umfeld immer noch mehr Energie, denn du stehst in Resonanz mit Energie. Und du brauchst dann nicht mehr dieses unfaire Spiel Täter-Opfer machen. Du bekommst die Energie ganz automatisch. Und wie du noch mehr Energie bekommst, wenn dein Körper mehr Leichtigkeit hat, das findest du in diesem Video. Ein Video, das du so vielleicht noch nicht gesehen hast. Ein Video, das dir ganz klar zeigt, was sind eigentlich die Energiefresser in meinem Körper. Ich wünsche dir viel Spaß damit und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Pfiat dich!